Name ist Ralf Ketterer. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter des Uhrenindustriemuseums Villingen-Schwenningen. Wir befinden uns hier in der Birkstraße im Stadtbezirk Schwenningen. Hinter mir sehen Sie die ehemalige württembergische Uhrenfabrik, gegründet 1855 von Johannes Bürg, als erste Uhrenfabrik in Württemberg. Und jetzt lade ich Sie ein, mit mir in dieses Museum zu kommen. Wenn Sie uns besuchen im Uhrenindustriemuseum, dürfen Sie als allererstes das machen, was früher Arbeiterinnen und Arbeiter in den Fabriken, aber auch in den Bürohäusern machen mussten. Bei uns dürfen Sie es machen, und zwar stempeln, Ihre Eintrittszeit stempeln. Dazu wird die Stempelkarte in diese historische Stempeluhr von Benzing aus Schwenningen eingeführt und dann kurz mit einem Hebeldruck abgestempelt. Und wir haben hier die Eingangszeit markiert. Kontrolluhren, Stempeluhren, Stechuhren, das sind ein wichtiges Standbein der Schwenninger Industrie seit dem 19. Jahrhundert bis heute, kann man sagen. Früher natürlich mit solchen analogen Techniken wie diese Stechuhr, Kling, und man hat eingestochen und hat die Arbeitszeit auf einer Kontrollrolle im Inneren und der Arbeitgeber kann kontrollieren, ob alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen pünktlich da waren. Erfinder der ersten Kontrolluhr hier aus Schwenningen war Johannes Bürg, wie gesagt der Gründer der württembergischen Uhrenfabrik, und er hat begonnen mit einer Nachtwächter-Kontrolluhr, die wir auch hier zeigen im Museum. Hier sehen wir jetzt die Produkte der größten Schwenninger Uhrenfabriken Mauthen und Kienzle. Ende des 19. Jahrhunderts haben diese Fabriken sich aus quasi kleinen Anfängen zu den mitgrößten Uhrenfabriken Europas entwickelt. Die größte von den beiden war Kienzle. Kienzle hat auch noch relativ lang Bestand gehabt in Schwenningen. Natürlich nicht mehr mit Regulatoren oder mit Kuckucksuhren, sondern dann mit modernen elektronischen Uhrwerken. Vielen Hunderte und Tausende Pendler jeden Tag, jeden Morgen in Schwenningen, und die sind dann die Straße am Kienzle vorbei hoch, wie die Bienenschwärme haben sie sich in der Stadt ausgebreitet, und darum ist die Stadt dann auch immer stärker gewachsen, weil manche dann gesagt haben, warum sollen wir jeden Tag im Zug sitzen, wir ziehen nach Schwenningen, da ist unsere Arbeit, da brauchen wir gar nicht mit dem Zug fahren. Und so ist hier zum Beispiel der Neckar-Stadtteil als ein Arbeiterstadtteil entstanden. Von Schwenningen hier eingezeichnet mit der großen Fabrik, mit dem Symbol. Das Einzugsgebiet der Arbeitspendler war vor allem im württembergischen Bereich. Das heißt, von Tuttlingen her, von der Alp her und eventuell hier noch entlang dem Neckar von Epfendorf her. Aber da hat dann schon auch Schramberg mit den großen Junghansfabriken ein bisschen die Arbeiterpendler eingezogen. Aber ich würde mal sagen, ein Einzugsbereich von etwa 30 Kilometer sind die Pendler nach Schwenningen eingependelt. Im Uhrenindustriemuseum haben wir nicht nur Produkte, nicht nur Uhren, sondern auch Maschinen und mehr als das. Wir haben hier sogar eine komplette Werkstatt, die sogenannte Steimer-Werkstatt. Bernhard Steimer, Landwirt im Nebenerwerb aus Dauchingen, hat die eingerichtet und hat hier Werkzeuge produziert, Stanzwerkzeuge, und an die Schwenninger Uhrenindustrie geliefert. Diese Werkstatt ist voll funktionsfähig und meine Kollegin Frau Cinosa wird einmal kurz den Motoren anschmeißen, die Transmission ins Laufen bringen. Und wenn die Maschinen schon laufen, dann hat die Frau des Hauses hier mit diesem Butterfass mit Maschinenkraft frische Dauchinger Butter hergestellt, statt mit der Hand zu kurbeln. Im Uhrenindustriemuseum werden Wecker nicht nur in der Vitrine ausgestellt, sondern tatsächlich auch gezeigt und produziert. Und zwar produziert hier im Maschinensaal. Teile werden hier produziert für diese Wecker auf diesen Drehautomaten, und meine Kollegin Frau Cinosa wird Ihnen jetzt kurz erklären, wie diese Drehautomaten funktionieren, und dann nachher auch die Transmission anschmeißen, damit man mal sieht, wie das Ganze läuft und sich anhört.
Ja, das Besondere an den Maschinen, das ist, sind die heutigen CNC-Maschinen, die damaligen Drehautomaten aus den 20er, 30er Jahren. Die Maschinen sind was Besonderes, weil die Ehrenamtliche das auch aufgebaut haben. Ihnen dürfen wir auch verdanken, dass wir überhaupt in der Lage sind, das fortzuführen. Denn die Drehautomaten sind angetrieben durch die Transmissionen, sind Dampfmaschinen angetrieben. Es war gefährlich durch lange Haare, Hals, Tuchschal und es war sehr laut und schmutzig. Bei der heutigen CNC-Maschinen ist die Software. Hier sind die Kurve. Die Kurve war es durch den Kurvemacher, der hat die anfertigen müssen. Hier kommen sie rein und in der CNC-Maschine ist dann das Programm gewesen. Der hat solche lange Messingstangen den ganzen Tag hier einschieben müssen und so musste er 10 bis 12 Maschinen auf einmal bedienen. Die erste stand hier oben, die unter am Gang. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie schwer und hart es war. Denn die brauchten auch abends kein Sport mehr, keine laute Musik mehr, denn das hatten sie den ganzen Tag hier. Die Fabrikarbeit war auch ein sogenanntes Zubrot, denn die hatten meistens noch Landwirtschaft. Die Frauen haben ihr Erlös vielleicht auf dem Markt verkauft. Die Kinder mussten natürlich auch mithelfen auf dem Hof. Und der Mann hat das Geld reingebracht für die Hebamme, für die Arztkosten und für die allgemeine Schulbildung für die Kinder. Finden wir uns jetzt in dem Bereich Stanzerei. Nachdem die Drehteile gedreht wurden, sind wir hier in der zweiten wichtigen Fertigungsschiene einer Uhrenfabrik. Hier werden zum Beispiel Zeiger für Wecker gestanzt, für unseren Museumswecker. Stanzen war eine Art von Materialverarbeitung und Bearbeitung, die in der Uhrenindustrie erst so gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufkam. Lange wurden Teile gegossen, das war natürlich aufwendig, die mussten hinterher wieder von Graten aufwendig befreit werden. Und Stanzen war billig, ging schnell und deswegen konnten Wecker und andere Uhren dann auch billig verkauft werden, sodass diese Uhren auch für jedermann und jede Frau erwerbbar waren. Meine Kollegin Frau Ginosa zeigt Ihnen wieder mal, wie so ein Zeigerchen für einen Wecker an so einer Stanze produziert wird. Hier sind wir bei der Verzahnung. Die Maschine, die ist genauso von der 20er, 30er Jahre. Die Feinarbeiter haben meistens die Frauen gemacht, denn die waren unterbezahlte Arbeitskräfte. Der Mann war damals der Hauptverdiener. Man hat so ein Messing-Sperrteil, Sperrrad hier eingesetzt. Hier waren es wieder die Kurve. Diese Scheibe gibt den Ton an, wie viele Zähne hineingefräst werden können. Die Scheiben sind dann, so wie man es braucht, auswechselbar. Und hier das Prinzip heißt dann Zahn um Zahn, das nennt man auch Teilscheibe. So, das ist jetzt eine Nähtmaschine von der heutigen Firma Steinl Normalien. Bernhard Steinl hat ja die Mehrspindelbohrmaschine auf den Markt gebracht und dann diese Nähtmaschine. Wir haben hier 4 Stahlpfeiler, dann kommt die Platine, setzt man drauf und das Ganze wird dann vernietet.
Und später geht es in die Montage und Schritt für Schritt werden dann die Teile drauf montiert. Hier sind wir am typischen Montageplatz. Sie sehen hier oben von der Firma, wie die Männer und Frauen hier zusammen nebeneinander sitzen. Denn die machen hier ein komplettes Werk mit 100 Teilen. Für 100 Teile hat man 77 Sekunden haben dürfen. Das heißt also Akkord gearbeitet. Im Akkord musste man an einem Strang ziehen. Man durfte nicht langsamer sein, man durfte nicht einfach auf Toilette gehen, denn es war gar nicht so einfach. In der Montage hat man auch sein eigenes Werkzeug gehabt. Das musste man ganz, ganz früher selber kaufen. Denn der Fabrikant hat gesagt, wenn die Arbeiter das Werkzeug selber kaufen, dann passen sie besser drauf auf. Diese Werkzeuge sind jetzt an unserem Tisch befestigt, aus dem Grund, es gab Arbeiter, die haben halt einfach nie die volle Lohntüte bekommen, weil sie ständig ein neues Werkzeug kaufen mussten. Die hatten dann die Idee, das Werkzeug hier an den Tisch zu schrauben, am Arbeitsplatz, nur den Schraubenzieher mit nach Hause nehmen. Am Montag sind sie an die Arbeit, haben wieder alles aufgeschraubt und so jeden Tag. Und samstags gab es dann die Lohntüte und die Lohntüte ist voll geblieben. Jetzt haben wir also eine kleine Runde durchs Uhrenindustriemuseum gemacht. Es gäbe noch viel mehr zu erzählen, viele spannende Geschichten, zum Beispiel warum das Schwenninger Dutzend 13 hatte. Alles dies können Sie erfahren und hören und sehen, wenn Sie uns besuchen. Wir freuen uns. Besuchen Sie uns. Ja, die Öffnungszeiten sind jeweils von Dienstag bis Sonntag. Wir machen auch Kinderführungen, Ferienaktionen, Schulklassen sind gern herzlich willkommen und natürlich Gruppe. Und ich würde mich ganz speziell freuen, wenn auch Busse hierher kommen. Also es rentiert sich, wenn eine Einzelperson kommt oder mit zwei oder mit fünf Leuten pro Person 3 Euro und sie bekommen hier eine komplette Führung. Der Herr Kitterer und ich würden uns herzlich freuen, wenn Sie uns besuchen. Auf Wiedersehen.